Final. Ich hab so Bock. Und die sehen wir direkt ein Pride Egg in die Fresse. Ja, wir sehen hier natürlich Cobra aka Cruel. Und wieder unser Seed 1 Team, das wir vorhin schon on-stream gesehen haben. Ich bin mal gespannt, weil ich hatte schon das Gefühl, Cobra Sketty, das war schon auch eingespielt teilweise. Wie würdest du das Matchup von den Charakteren her bezeichnen? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man da mehrere Charakter hintereinander hat. In Doubles eher, ich glaube in Doubles ist Matchups nicht so ein Ding. Es gibt natürlich Charakter, die gut sind in Doubles, so zum Beispiel Samus ist schon ein starker Doubles-Charakter. Aber ja, an sich geht's da glaube ich nicht so krass nach Matchups. Oh. Der Snake Uptail, der ist yep. wirklich viel zu stark. Close hier schon den ersten Stock. Gave them the leg. Warte. Unishin ist auch schon raus. Cobra ist auch bei 2 Stocks. Was ist passiert? Gar nichts gesehen. Es ist einfach sauschnell passiert. Es ist einfach ein sauschnelles Match. Ja, mit Yoshi, so ein sehr explosiven Charakter. Ja. Snake, der auch übel viel killt. Ja, und dazwischen halt so ein Dark Pit, der halt da ist. Das same ist ein Medium oder ein Light Character? Die zum Pit aus. Vom Gewicht her ist Samus ziemlich schwer. Ich meine, sie hat ja diesen Anzug, deswegen macht es auch Sinn. Yoshi auch ein sehr schwieriger Charakter. Snake tatsächlich auch. Ja, also ich meine, mit den Butt Cheeks ergibt das auch Sinn. Genau. Ich finde es immer ganz interessant, mit Snake und Doubles erkenne, dieses C4 auf den Boden placen und es explodieren lassen. Und es ist so schwierig in Doubles bei all den Chaos da noch den Überblick zu behalten, wo gerade dieses C4 liegt. Das Projectile-Game von Kit ist auf jeden Fall auch voll. Wow. Und throw into kill. Hier sehen wir wieder diese Shardshot-Kombos. Nicht so viel rausbekommen, aber es ist halt immerhin schon mal eine Free Nair, die Pit dann rausbekommt. Side-B aus dem Nichts. Boah! Der Charge Shot ist schon. Der B-Button wird auf jeden Fall gedrückt. Die Eier, die Pride Eggs, die landen schon. Das ist schon echt on point. Da waren einige richtig gute Treffer. Ja. Oh, und das war das C4. Ne? Genau. Und das darf rein. Genau, das C4, das kann er auf Reaction einfach explodieren lassen. Oh! Combo? Ah, oh oh, Charge Shot auf den Pit. Das Hütchen wurde frittiert. Da sieht man auch, das sind alles Spieler, die relativ viel Damage spielen, sind auch ready, wenn sie irgendwie kommen können aus dem Hit vom Gegner. Und, wow. Sehr schön, hier der Read in die Roll-In von wow. Snake, C4. Wow. Und? Das war viel schneller, als ich gerade dachte. Ja, das war schon relativ eindeutig. Es waren noch 2 Stocks auf Sketty. Hätte ich nicht so erwartet. Ich auch nicht. Auch das Raketenwerfer-Finish am Ende. Aber das Projectile-Game war wunderschön anzusehen hier, ich meine, bei den Charaktern. Ja. Ja, eigentlich ist es immer ziemlich schwierig, finde ich, in Doubles mit Projectiles irgendwie klarzukommen, weil man halt oft seinen Mate trifft. Aber die haben es auf jeden Fall richtig gut gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Colonel. Ja. Ich finde Snake in Doubles immer so lustig, weil einfach alles explodiert und er wirft seine Granaten und normalerweise kämpft man dann immer gegen Snake. Aber da muss man halt reingehen. So, jetzt mal schauen, ob Onishin und Safari hier irgendwie was ändern, eine Antwort drauf haben. Also ich hoffe, dass die beiden jetzt so zurückkommen und es uns die Art von Gameplay zeigen, bevor wir den gesehen haben. Weil ich würde schon gerne Game 3 sehen. Ja, safe. Immer für Game 3. Da schon wieder, das Pride Egg. Es ist echt, ja. Es ist on point von Pokémon. Yoshi gerade mit seiner Get-Up Attack ja. darüber, ja. ist darüber gesprungen. Ja. Da kam es seltsam aus. Ja. Oh, da ist er schon wieder. Den Charge Shot. Und der Nose? Ich habe das schon öfter gesehen, Onishin Charge in Charge Shot und Sketty geht einfach mit einer Snake Dash Attack rein, weil die eben so viel Range hat, so eine gute Burst Option ist. Da einfach der Random SD. Oh, und den Mercer mit dem Schild reflektieren. Ja, sehr schön.
haben auf jeden Fall hier wieder den Stock Lead für Cobra und Sketty. Aber natürlich noch ganz early im Game. Aber ja, die machen es schon gut. Haben halt beide so Charakter, die wirklich sehr gut darin sind, Consistent zu killen. Ist immer gut in Doubles. Dann irgendwie Onishin und Safari kriegen diese Kombos nicht mehr hin, so richtig. Hab auch eben gesehen, irgendwie nicht richtig abgesprochen. Da hat er einen Backthrow gemacht. Sheena hat auf den Forward-Throw reagiert. Come on, Leute. Come on. Vielleicht sollte ich Reverse Psychology anwenden. Wir haben eben etabliert, dass wenn du einfach irgendwelche Claims machst, dass dann genau das Gegenteil eintritt. Ja, das, der Commentator Curse, den kennt man. Cobra hier einfach dreimal mit der Fair offstage unbedingt dieses Spike. Und das C4 liegt an der rechten Edge. Nicht vergessen. Ja. Das wird bestimmt gleich nochmal relevant. Ja, ich bin mir sicher, niemand mehr weiß, dass es so liegt, außer Sketty. Side-B von Pit Dark Pit, die ist eigentlich nicht so ein guter Move, aber damit ist die überraschend gut. Ah, tatsächlich. Ja, das da geht zu Höhe. Und neu gelegt. Oh, und das Bein. Schon wieder. Snake up tilt. Oh! Oh, sehr schön und da in gecatcht. Ja, jetzt außer Sketty alle Lurs Dog auf Low Prozenten. Also ist auf jeden Fall noch machbar für Onishin und Safari. Hat so ein bisschen, jeder haut zu seinen Moves raus, ist irgendwie nicht mehr so richtig Teamplay, es wird einfach ein bisschen rollt. Oh ja. Da schon wieder, das Right Egg of Doom. Das Ei von der Spiel. Ja. Schon. Aber die sind, also die Throws von Cobra sind on point. Ja. Ja. Wenn man das richtig macht, dann kann man das eigentlich in alles kombonieren irgendwie. Ja. Man muss hier natürlich wieder B-Button abdrücken. Oh. Und jetzt haben sie hier eigentlich einen Advantage, aber diese Snake Dash Attack ist halt auch so gut in Doubles, die ist so eine gute Burst Option, ne? Covers so viel Space damit. Oh! Oh. Und hier der F-Smash von Cobra. Jetzt ist es ein 2 gegen 1. Wenn die Safari. Ups. Come on. Das Ding ist Cobra bei 157. Wenn Safari jetzt irgendwie Cobra gekickt bekommt. Dieses Ei von Yoshi. So ein schöner Move. Komm on, ein Stock kriegt er noch. Come on. So darf es nicht enden. Oh! Oh! Oh. Die Side B? Oh! Und? Ledge Trapping, Edge Guard? Ja, okay. Ja! Komm! Ja. Noch ein Stock! Komm! Das ist ein 1 gegen 1. Oh! Oh! Nicht zifieren lassen. Oh! Und? Raiden, squeeze my hawk! Snake jetzt. Oh! Oh. Und da ist die Rakete. Oh, das war noch viel zu knapp. Ja, aber sehr gut gemacht mit der Nikita da, der Ledge Guard. Also sehr gut gespielt.